Alle vierten Klassen der Salzburger Volksschulen sind auch im Herbst wieder eingeladen mitzumachen. Die Informationen dazu finden Sie auch im Internet auf www.spare-energie.at. Wir kommen zur Meldungsübersicht. Lassen Sie sich an Bord der MS Salzburg verzaubern. Es erwartet Sie ein romantischer Sonnenuntergang, ein köstliches Fünfgangmenü und eine Magiervorstellung. Der Magic Circle Kärnten entführt Sie in die wundersame Welt der Magie. Wir bleiben auch gleich am Wolfgangsee-Schiff. Für Kinder ab 4 Jahren gibt es außerdem noch das Piratenschiff. Alle Veranstaltungen und die Termine finden Sie auf der Homepage der Salzburg AG. Fußball live im Park. Das Kabelfernsehen der Salzburg AG liefert alle Spiele live ins Public Viewing in den Salzburger Volksgarten. Brillantes Bild wie im Wohnzimmer und super Stimmung bei allen Spielen garantiert. Und für alle, die es sportlich noch intensiver haben wollen, gibt es den Drummer Triathlon vom 15. bis 17. Juli 2016. Welcher der sportlichen Bewerbe der richtige für Sie ist, entnehmen Sie bitte der Webseite www.drummer-triathlon.at. Jedes Jahr gibt es die Veranstaltung Qualitätsnetzwerk Wärmepumpe, einmal in St. Johann im Pongau und in der Stadt Salzburg bei der Salzburg AG. Ziel dieser Veranstaltung ist es, alle Salzburger Installateure über die Neuerungen im Bereich Wärmepumpe zu informieren, damit diese ihr Wissen an die Kunden weitergeben können. Wir haben den Landesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker über die Wärmepumpe befragt. Also Wärmepumpe ist eigentlich was ganz Simples. Über einen Kältekreislauf entzieht der Umwelt mehr oder weniger 3 Elemente davon, Wasser, Erde und Luft, Energie. Diese wandle ich um, komprimiere diese und setze dann eigentlich Wärme frei. Und diese Wärme nehme ich für mein Heizsystem her. Rotter ist als Landesinnungsmeister auch verantwortlich für das Salzburger Qualitätsnetzwerk Wärmepumpe. Ziel ist es, hier Interessen und Wissen rund um das Thema Wärmepumpe zu bündeln. Das Qualitätsnetzwerk Wärmepumpe, DSQWP, ist eine Kooperation zwischen der Salzburger Innung, der Landesinnung, der Salzburger AG und dem Land Salzburg. Und Aufgabe ist es, diesen grünen Fußabdruck zu hinterlassen und unsere Mitglieder zu informieren und da das Bestmögliche draus zu machen. Die Wärmepumpe ist ein effizientes Energiesystem, das wir in der Öffentlichkeit verbreiten sollten und hilft uns vor allem, die Klimaziele zu erreichen. Das Salzburger Qualitätsnetzwerk Wärmepumpe ist eine gute Sache, davon ist Landesinnungsmeister Rotter überzeugt. In Bezug auf Infos über Wasserqualität, in Bezug auf Behördengänge und wir sind wirklich Nutzer dieses Systems und wir sind eigentlich recht dankbar, dass dieses Qualitätsnetzwerk in die Welt gerufen wurde. Welche Wärmepumpe für Sie in Frage kommt, lässt sich bereits bei der Projektierung leicht ermitteln. Sprechen Sie dazu einfach mit einem Energieberater oder Installateur.